Hier steht LTV mit dem Arcos 101G9 Tablet PC hier auf der CeBIT 2012. Mein Name ist Paschal und wir sind gesponsert mit MeinDeal.com hier. Und das ist hier die Turbo-Variante, das heißt 1,5 GHz Smart-Core-Prozessor eingebaut. Wir haben eine Webcam an der Front, wir haben ein paar schicke Anschlüsse, wie zum Beispiel sogar Mini-HDMI, damit ihr das HD-Bild ausgeben könnt, was hier abgespielt werden kann. Dann haben wir einen Kopfhöreranschluss, Micro-USB, Micro-SD, Micro-USB und Ausschalter. Und hier haben wir sogar ein kleines Plastikcover, wo wir ein 3G-UMTS-Modem einbauen können, was man natürlich für einen extra Preis kaufen kann. Dann haben wir hier noch einen Standfuß, wie immer von Arcos, der es uns ermöglicht, zum Beispiel das Ganze auf den Tisch zu stellen, was ich natürlich immer sehr begrüße, wenn man einfach so einen Film abspielen will, was wir jetzt auch mal hier ausprobieren werden. Ich habe es nochmal angemacht. Ihr könnt das sehen, das Display dreht schön schnell. Wir gehen jetzt hier einfach mal ins Menü und ich suche mir hier nicht Trailer raus, sondern irgendwo gibt es bestimmt ganz normale Filme. Und ich sehe schon, hier hat jemand Multitouch integriert und könnt erkennen, sogar vier Finger oder mehr, oder alle meine fünf Finger, nur vier Finger auf einmal werden erkannt, aber das ist, denke ich mal, genug. Ich habe jetzt alle meine fünf Finger hier drauf, aber nur vier werden erkannt. Das ist aber, soweit ich sagen würde, durchaus genug. Wir können jetzt hier mal ein Video abspielen, genau wie schon erwähnt. Wir haben hier einen schönen Coverflow, wie ihr sehen könnt. Und vielleicht gibt es auch irgendwo ein Full-HD-Video, aber sehe ich jetzt nicht wirklich. Wir können hier dieses Demo-Video mal abspielen. Dann könnt ihr erkennen, das ist aber auch schön flüssig hier. Und maximal Lautstärke brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also ihr könnt erkennen, es läuft ganz gut. Und das Display ist auch eigentlich wunderschön von der Seite auch betrachtbar, das ist nämlich kapazitiv. So, ansonsten haben wir hier natürlich eine Kamera eingebaut an der Front, die wir euch jetzt mal demonstrieren werden. Die ist nämlich schön schnell und auch alle anderen G9 Tablets von Arcos kriegen jetzt das Ice Cream Sandwich Update, also ihr müsst nicht allzu lange warten, um auch hier das schöne Menü genießen zu können. Und ansonsten braucht man zu dem Gerät, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Es ist schnell, schön und nicht allzu teuer. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balaschkal für Level TV. Das war das Arcos 101 G9 Tablet hier auf der CeBIT 2012.